Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Ewiges Eisbox von Eisbrecher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Ewiges Eis von Eisbrecher. Das Ganze aus dem Jahr 2018. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist eine Compilation der Band Eisbrecher anlässlich ihres 15-jährigen Bestehens. Die Band 2003 gegründet, hat dann im Jahr 2018 ihr 15-jähriges Bandjubiläum gefeiert. Und dazu gab es dann eben eine Compilation, nämlich Ewiges Eis. Wir haben hier eine schwarze Box. Oben rechts im Eck lesen wir einmal den Namen der Band, Eisbrecher, darunter den Albumtitel Ewiges Eis. Und wir haben hier einen Eisbären, der hier scheinbar gerade schwimmt. Der Kopf sieht oben raus, der Rest des Körpers hier unter Wasser. Erinnert mich auch ein bisschen so an das Eisbergmodell, aber in diesem Fall eher das Eisbärenmodell. Hier auf der Seite dann in Grau, 2003, 2018 und zwei so Spitzhacken hier gekreuzt in der Mitte. Rechts Eisbrecher, Ewiges Eis. Oben kennen wir und links auch nochmal. Okay. Auf der Rückseite, auf der Unterseite, gibt es dann nochmal das Logo von Eisbrecher. Also dieser Riesenkopf, dieser Eisbärenkopf hier, dieser Schädel mit den gekreuzten Eispickeln und dem Stern. Und dann lesen wir hier noch, was sich in der Box befindet. Und zwar lesen wir hier, diese Box enthält Doppel-CD im Hardcover-Book, Bonus-DVD, Eis-Blockbuster-Videologie, Metallgürtelschnalle, Schlauchschal, Sprühschablone, Sticker. Dann hier die Beteiligten, die Infos zur DVD und ein Barcode. Und dann würde ich sagen, wir schauen mal rein. So, der Boxdeckel ist abnehmbar, nicht zu klappen, sondern den kann man hier wirklich komplett runternehmen. Innenseite schwarz. Und dann kommen wir zum Inhalt. Wir haben hier einmal eine kleine Karte anlässlich des Albums. Dann haben wir eine Sprühschablone mit Eisbrecher-Schriftzug plus Logo. Die DVD, die Eisbrecher-Videologie. Dann hier Ewiges Eis im Hardcover. Ups, da unten ist sogar noch was drauf. Okay. Ein Sticker ist mit dabei. Und dann haben wir noch eine weitere Ebene. Man kann das hier jetzt einfach rausziehen. Und dann kommen wir zum Untergeschoss der Box. Und zwar haben wir hier den Schal sowie die Gürtelschnalle. So, dann das hier, also auch diese Zwischenebene hier so aus schwarzem Karton, schwarzem Papier. Das wurde hier entsprechend reingemacht, um die einzelnen Boxinhalte hier in Form zu halten. Ich würde sagen, wir lassen das einfach mal alles so drin. Das mache ich dann später wieder zusammen. Und dann packen wir die Box derweil mal zur Seite. So. Und dann widmen wir uns mal den Folien. Wir haben hier einmal eine Folie beim Gürtel. Ebenso wie hier bei dem Schal. So, allerdings heben wir das noch auf, denn hier gibt es noch Infos. Okay. So, zur Seite und dann starten wir wie immer mit dem Album an sich. Der Rest wird dabei zur Seite gelegt. So, also wir haben hier die Compilation Ewiges Eis. So, oben Eisbrecher Ewiges Eis. Es ist genau das Design, das wir schon vom Boxdeckel kennen. Auf der Seite auch wieder zu lesen, inklusive Katalognummer. Und dann haben wir hier auf der Rückseite die gesamte Tracklist. Wie gesagt, es sind sehr viele Bekannte dabei, klar, denn es ist ja auch eine Compilation, so ein Best-of mehr oder weniger. Wir lesen auch hier CD1 2003 bis 2018. Und dann haben wir hier noch Spezialitäten. Also so bekannte Klassiker, etwas ältere Lieder. Und hier dann auch noch Remix-Varianten dabei. Also wir haben hier die letzten Tracks von 14 bis 18 auf CD2 haben wir Remix-Varianten dabei. Unter anderem von Clawfinger oder auch die Krups.
beteiligte Barcode. Dann schauen wir mal rein. So, hier haben wir scheinbar einen Live-Auftritt der Band in schwarz und weiß fotografiert. Dann haben wir so eine kleine Stecktasche. Hier findet sich die erste CD drin. CD1. Auch hier wieder der Eisbär zu sehen. So, dann kommen wir weiter. CD1, okay. Dann haben wir den Sänger der Band, Alex. Dann die diversen Tracks aufgelistet mit den Infos. Nein, es sind keine Infos darunter, sondern es sind hier Zeilen aus dem Text. Also ein, zwei Zeilen, die das Lied hier ziemlich gut beschreiben. Weitere Bandmitglieder hier abgebildet. Und wie gesagt, jeder einzelne Track hat hier seine kurze Info, seine Zeilen. Dann hier nochmal die Band im Detail. Alle fünf Herrschaften hier aufgelistet. Was steht hier? Captain's Log. Okay. Ah, okay. Und das ist jetzt wie so ein kleiner Comic auf Englisch. Gut. Hier ist dann auch erstmals etwas Farbe dabei. Also die Herrschaften hier im ewigen Eis scheinbar unterwegs. Auf Expedition. Werde ich mir danach dann mal in Ruhe durchlesen. Okay, okay, okay. Und dann endet das hier. Ist die Frage, eventuell wird es auch fortgesetzt, aber hier in der Stelle endet es jetzt mal. Es bleibt kalt. Wir widmen dieses Album allen, die diesen Weg mit uns gegangen sind. Möge uns allen das Glück treu bleiben. Eisbrecher, ewiges Eis, Spezialitäten, CD2. Genau. Die haben wir hier dann noch. In dieser zweiten Stecktasche, also CD1 ganz am Anfang und CD2 ganz am Ende. Das ist die Spezialitäten-CD. Sieht auch wieder so aus, also hier wieder der Eisbär drauf. Und dann haben wir hier diese Hacke, diesen Eispickel. Gut, also so viel zum Doppelalbum, zu dieser Doppel-CD. Dann haben wir einen Sticker, quadratisch, mit dem Album-Artwork und zusätzlich hier noch 2003 bis 2018. Das war hier ja nicht mit dabei. Eine Postkarte, so sieht die aus. Alle fünf Herrschaften hier im Comic-Stil oder ja, gemalt. Eisbrecher, ewiges Eis und auf der Rückseite so gestaltet, also kann man durchaus verschicken. So, dann kommen wir zur DVD. In Schwarz und Silber das Cover. Ja, was mich hier etwas nervt, ist, dass der FSK-Hinweis hier, der 16er, wirklich aufgedruckt wurde. Das ist kein Sticker, der ist hier tatsächlich aufgedruckt, somit leider nicht zu entfernen. Schade, weil ich das Cover echt sehr gelungen finde. Dann haben wir hier die 12 Tracks, die hier in Videoform festgehalten wurden. Okay. Und das ist dann die DVD. So sieht die aus. Und die kommt in einer Papphülle. Ein weiterer Inhalt ist das hier, eine Sprühschablone in Schwarz. Also hier haben wir das Logo von Eisbrecher, also auch den Schriftzug. Bedeutet, man hält das Ganze an irgendeine Oberfläche, wie zum Beispiel jetzt hier diesen Tisch. Dann holt man sich ein wenig Farbe oder auch eine Sprühdose und kann das Ganze hier dann entsprechend an die Wand bringen. Und dann hat man hier wunderbar Eisbrecher auf der Oberfläche. So, das Ganze ist übrigens auf der Rückseite weiß und ist aus ja, etwas dickerem Papier, so dünner Karton. Dann kommen wir zum Schal. Und zwar ist das hier so ein Schlauchschal. Genau, so sieht das aus. Also hier oben und hier unten dann entsprechend die Öffnung, dass man hier mit dem Kopf durch kann. Der gesamte Schal ist hier in diesem Eisbrecher-Artwork, in diesem Design, einerseits mit dem Schädel, andererseits mit dem Schriftzug. Die zwei Hacken natürlich auch immer mit dabei. Die Eispickel. So, von der Innenseite sieht das so aus. Und wir haben es hierbei zu tun. Wo haben wir es? Was lesen wir hier? Iceland Entertainment GmbH. In Deutschland und das ist ein sogenannter Tube Scarf, also ein Schlauchschal.
Material, eventuell steht das noch auf der Verpackung. Schauen wir es jetzt mal an. So, lesen wir hier irgendwas. Thermal. Okay, wie man es waschen und pflegen soll. Made in China. Grüße gehen raus. Und auf der Rückseite, genau, hier lesen wir es. Technical Fiber, 100% Polyester, Mikrofaser. Und hier haben wir auch gleich Inspirationen, wie man das Ganze verwenden kann. Also hier sind so diverse Vorschläge, wie man diesen Schlauchschal verwenden kann. Als Stirnband, als Halsband, als was auch immer, Kopfbedeckung, als Schutz hier beim Motorradfahren. Was auch immer man möchte, der ist vielseitig einsetzbar, dieser Schal. Und als letzten Boxinhalt kommen wir zu der Gürtelschnalle. Die ist, man hört es natürlich, die ist aus Metall. Oval, auch hier wieder das Logo drauf und darunter der Schriftzug. So sieht das von hinten aus. Bedeutet, wir haben hier natürlich den Metallbügel und auch den Dorn. Das heißt, man kann hier je nachdem einen beliebigen Gürtel durchfädeln und dann mit Hilfe dieses Dorns auch festmachen. Ja. Also die Gürtelschnalle, die wiegt echt einiges und sieht auch ziemlich heftig aus. Also es wurde hier so auf Hochglanz poliert, es schimmert auch ziemlich heftig und hier das Logo und der Schriftzug wurden geprägt. Ebenso wie hier rundherum dieser Rahmen, der ist hier auch geprägt und steht etwas hervor. Ja, das kann man durchaus tragen an seiner Hose. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Gürtelschnalle. Dann haben wir in dieser Verpackung gehabt den Schlauchschal, dieses Tuch hier. Die Schablone, die Sprühschablone hier in Schwarz aus Karton. Die Videologie, die DVDs hier in der Papphülle. Die Postkarte im Querformat. Der quadratische Sticker. Sowie natürlich das Doppelalbum hier in dieser Hardcover Edition. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Ewiges Eis von Eisbrecher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Eisbrecher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.